Also ich sage mal ein herzliches Grüß Gott. Der Betrieb ist jetzt schon in der dritten Generation. Meine Eltern waren die ersten und ich war in der zweiten Generation mit meiner Familie. Und wir hatten bis Anfang 80er Jahren auch einen Betrieb mit Rindviehzucht. Und da der Fremdentourismus immer mehr war, und hat man sich spezialisiert und hat gesagt, na, irgendwas braucht man für die Grünflächen, für die Bewaldungen, dass das aufrecht bleibt. Da hat der Vater die gute Idee gehabt, die Grundfläche, die Waldfläche werden wir einzäunen und fangen wir dann mit Rotwild an. Weil Rotwild attraktiver ist, wie vielleicht Kühe oder Schafe. Und weil wir da auch am letzten am Berg heroben sind, wir liegen auf 1150 Meter Seehöhe, hat sich das gut vereint und sind bis jetzt, sind es 35 Jahre, haben wir damit die besten Erfahrungen gemacht. Wir haben dann im Herbst, wo es dazu passt, gut, auch die Wildwoche. Und da wird das ganze Wild zum Teil, was mehr ist dann vom Sommer eben, wird dann vermarktet und wird in die eigene Küche mitverwendet. Thank you.